Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist im Amt bestätigt worden. In der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl setzte er sich gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen durch. Nach ersten Hochrechnungen kam er in der Stichwahl auf 57,6 bis 58,2%. Der Abstand der beiden Kandidaten ist deutlich knapper als vor 5 Jahren. Damals gewann Macron mit 66%. Die Wahl galt als Schicksalswahl für Europa. Ein Wahlsieg Le Pens hätte die deutsch-französische Zusammenarbeit erheblich beeinträchtigt. Die Spitzen der EU-Institutionen reagierten mit Erleichterung auf Macrons Wiederwahl, ebenso wie zahlreiche Politiker in Deutschland. Le Pen zeigte sich trotz ihrer Wahlniederlage kämpferisch. Das Ergebnis zeige ein großes Misstrauen des Volkes, sagte sie. Sie verwies zudem auf die Parlamentswahl im Juni.